Fragezeichen, die auf die Heldinnen. Und ich hab Kinderkekse und Bauarbeiter. Mein Buch heißt Meine Oma lebt in Afrika. Also in diesem Buch lebt ein Junge, der heißt Erik, mit seinem Vater und seinem Freund Fritz nach Afrika, also nach Ghana, und besucht seine Oma zum ersten Mal. Ja, und die erleben da halt ganz viel, weil die halt in ein Dorf gehen und das halt noch nicht richtig kennen, weil die ja Stadtkinder sozusagen sind. Also ich finde gut, dass jetzt nicht so da auf die Hautfarbe geachtet wird und dass sie halt auch sagen, dass sie durch die Stadt fahren und dass nicht ganz Afrika oder so ein nur aus einem Dorf besteht. Also eigentlich nicht wirklich, aber es gibt eine Stelle, da sind die in so einem Beet und spielen auf Trommeln und da kommt ein Bauer und der sagt halt natürlich, dass sie in den Urwald gehören und das finde ich natürlich nicht so gut. Eigentlich nicht, ich finde das gut, perfekt. Da ist ein Häschen. Ja, also das Buch ist von Toni Morrison. Und ja, also ich war ganz begeistert eben, dass dieses Buch, obwohl es eben halt aus dem African American Kontext her stammt, also dass es dieses Buch überhaupt im Deutschen übersetzt gibt, weil ich auch wichtig, also schön finde, wenn meine Tochter eben halt schwarze Literaten, also Kinderbuchautoren in dem Fall. Also sie ist ja eigentlich Roman-Essay-Autorin und hat eben, ich das eben halt entdeckt. Und dann war ich natürlich sehr neugierig und habe es mir bestellt. Und es gefällt mir ganz gut. Genau, also es heißt Die Kinderkiste. Und es geht darum, dass diese drei Protagonisten Schule oder zu Hause den Erwachsenen immer auf die Nerven gehen, mit irgendwie einfach, dass sie immer Sachen machen, die sie nicht machen sollen. Also es gibt immer irgendwelche Verbote, wie sie sind zu laut oder zu aufmüpfig. Ich finde die Illustration sehr, sehr schön. Also es ist sehr schön gestaltet. Und ich finde es schön, dass am Ende, weil die werden in die Kiste gesteckt, weil sie dort die Erwachsenen nicht mehr stören können in dieser Kiste. Und das ist so eine symbolische Kiste. Und am Ende, durch ihre Freundschaft, durch den Zusammenhalt ihrer Freundschaft, schaffen sie diese Kiste zu überwinden. Und das finde ich eine schöne Botschaft. Weil klar, ich muss auch Regeln vorgeben, mein Kind. Aber auch das zu reflektieren, also wie viel Freiraum braucht das Kind, wann sind Regeln auch wichtig, aber auch das Zuhören, wann verletzt auch die Regel das Kind, also schränkt es zu sehr ein, und da immer ein Gespür zu haben. Und ich glaube, deswegen hat das Toni Morrison auch geschrieben, also dass auch die lesenden Eltern das so ein bisschen bei sich reflektieren. Das finde ich sehr schön an dem Buch. Ja, ich hätte den weißen Jungen eher an die Seite gemacht und nicht in die Mitte. Aber sonst in dem Buch, also ist das alles sehr, sehr schön. Das wäre jetzt nur der Titelbild, weil ich das auch in U-Bahn und so sehe, wenn dann irgendwie People of Color und schwarze Menschen auch mal angesprochen werden, wo es jetzt so darum geht, Immigrantinnen auch mal zu sagen, ja, sie können auch im Bereich U-Bahn irgendwie einen Job oder Ausbildung machen, dann sieht man immer, oder ich habe das zumindest gesehen, zwei weiße Protagonistinnen und zwei POC-Protagonistinnen, und die Weißen sind immer so mehr im Vordergrund und die anderen, also die Geanderten sind so mehr im Hintergrund, so
Ihr dürft auch, aber stellt euch nicht ganz nach vorne. Und deswegen hätte ich das so von der Bildkonstellation so ganz schön gefunden, wenn die beiden so mehr, ja, und nicht eher in der Mitte. Also so, das ist meine einzige Kritik, aber es ist ein wirklich schönes Buch. Ich bin auf mehreren, also erstmal im Austausch mit Freunden, Freundinnen, Bekannten. Dann gibt es auch diese Gruppe Empowerment durch Lesen, wo eben halt für schwarze Kinder der Fokus ist. Aber es werden auch, also auch für People of Color wird da auch geschaut. Ja, also das ist leider viele Märchen, Grimm-Märchen. Ja, also es ist leider sehr, sehr, sehr traurig. Man kann auch, ich kann einmal mit einem Buch da reinschicken, aber ich muss auch Angst haben, wie wird das von der Kindergärtnerin oder Kindergärtner besprochen. Was für abfällige Begriffe können fallen oder eine Sprache, die ich nicht so gut finde. Aber das ist eben halt dann eben, ja, das ist einfach die Gesellschaft, wie sie reingeboren ist und muss ich versuchen, so gut wie möglich aufzufangen. Das ist dann eher zu Hause. Also, ja. Meine Mutter hat sich schon immer unbewusst irgendwie mit solchen Themen auseinandergesetzt, ohne irgendwie was davon zu wissen. Ich weiß nicht, ob es noch so ein Überbleibsel der Frauenbewegung ist, in der sie sehr aktiv war. Zumindest habe ich mich noch gar nicht damit beschäftigt, dass das Kind vielleicht auch schwarze Protagonisten in Büchern braucht. Und da hat meine Mutter schon diese Bücher, das Buch und auch andere Bücher, zum Teil auch nicht so ganz schön und toll, aber alles, wo sie halt auch einen schwarzen Menschen oder einen Bezug zu Afrika gesehen hat, hat sie die gekauft. Gerade Westafrika, eben Ghana, weil wir aus Nigeria, Nedis Vater aus Nigeria kommt. Und da passte das dann auch. Und sie hatte das gebracht, schon als Nedi kleiner war. Und sie war dann ganz begeistert davon und fand das schön. Ich finde das Buch auch soweit sehr schön, habe aber ein paar Kritikpunkte, nämlich zum einen, dass es heißt in Afrika und nicht meine Oma lebt in Ghana, denn Afrika ist ein riesiger Kontinent und kein Land. Und zum anderen gefällt mir nicht, dass die Mutter nicht mitfliegt, weil die gehört ja auch mit zur Familie und sollte sich mit dem Vaterland vielleicht auch auseinandersetzen. Ansonsten ist das Buch wirklich schön, auch gerade für Kinder, die eben nicht oft mit ins Heimatland des schwarzen Elternteils fliegen können, weil es vielleicht auch teuer ist oder weil es nicht passt. Und der Junge ist halt mit 8 Jahren jetzt das erste Mal in Ghana und ich denke, das können sich viele Kinder hier in Deutschland mit identifizieren. Also Destiny zu sagen, Jungs... Mir gefällt alle Bücher. Destiny zu sagen, Jungs, Jungs sind besser als Mädchen und so. Eigentlich nicht. Ja, also ich hab das Buch auch gefunden. Ich glaube tatsächlich auch durch die Empowerment durch Lesen-Gruppe. Ich weiß es aber auch nicht mehr genau, wie ich da drauf gekommen bin. Also auch als ich kurz nachdem ich irgendwie angefangen hatte, mich damit zu beschäftigen, halt Bücher zu finden, wo sie sich selbst auch irgendwie wiederfinden kann. Und ich weiß, dass ich vorher ihr so ein paar andere Bilderbücher schon besorgt hatte, die aber zum Teil auch sehr traurig waren, weil da der Rassismus auch schon irgendwie thematisiert wurde, kindgerecht. Und dann hatte ich dieses Buch gefunden und habe ihr davon erzählt, bevor sie es überhaupt irgendwie gesehen hat. Und dann sagte sie schon zu mir, oh Mama, ich will nicht schon wieder so eine traurige Geschichte. Und ich so, nee, die ist überhaupt nicht traurig, die Geschichte. Da geht es einfach um ein Mädchen und einen Jungen, die halt dieses Detektivbüro aufmachen, weil Leo irgendwie diesen Detektivkoffer geschenkt bekommt. Und Leo ist halt, also denkt halt irgendwie, er wäre der Schlauere von beiden, aber letztendlich ist Lucy die, die immer die Fälle löst. und Leo der eigentlich nur eine große Klappe hat irgendwie. Und ich glaube, sie findet das so toll, weil sie sich da total drin wiederfindet. Also das Mädchen ist halt ihr Alter, sieht ihr irgendwie auch ähnlich, wird aber eben, also es wird halt nicht weiter thematisiert, dass Lucy ein schwarzes Mädchen ist, sondern es ist halt einfach so und die spielen halt einfach miteinander und erleben da ihre Abenteuer. Und wir haben auch Band, also es gibt noch zwei Bände,
Die haben wir auch und die findet sie genauso toll. Also da gibt es halt immer noch die für die LehrerInnen altbewährten Klassiker irgendwie und man kommt da, glaube ich, auch relativ schwer gegen an. Also sie haben jetzt das Dams gelesen, das finden natürlich alle Kinder toll, da habe ich jetzt auch noch nichts gefunden, was da dran irgendwie, also das geht natürlich, aber es wird natürlich auch immer wieder Pippi Langstrumpf ausgegraben und ausgekramt und oder andere Geschichten und wenn ich das dann mitbekomme, dann sage ich da auch was und schlage dann eben Alternativen vor. Also Terry hat halt auch schon ein Band von Leo und Lucy mit in die Schule genommen und liest das da jetzt immer vor.